Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute einmal das Jabba's Palace Playset vorstellen, was in der Vintage Collection rausgekommen ist und sogar noch zwei Figuren beinhaltet. Da ich das Ganze auch mal als Unboxing-Video hier machen möchte, werden wir die Box also einmal aufmachen und dann mal schauen, was so alles drin ist. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Bevor wir die Box öffnen, wollen wir uns aber noch mal die Box selbst ansehen. Da hätten wir zum einen die Frontseite, wo man auch sehr schön sehen kann, dass hier auf der Frontseite angegeben ist, dass die Figur Han Solo und Reese dabei sind. Die Frontseite weist uns auch darauf hin, dass das Ganze aus der The Vintage Collection stammt. Unten haben wir noch mal die beiden Logos von Disney und Hasbro. Und natürlich dürfen auch diverse Warnhinweise und andere Hinweise auf dieser Box nicht fehlen. Die Seiten sind zweimal gleich gestaltet. Ich drehe die Box noch einmal. Das wäre dann die Seite und einmal die lange Seite. Die gegenüberliegenden Seiten sehen jeweils gleich aus. So, dann wollen wir die Box mal aufmachen. Habe mir dazu schon mal einen Cutter bereitgelegt. Schneide jetzt hier vorsichtig einmal die Verklebung auf. Dass wir dann einmal in die Box auch hineingucken können. Den legen wir mal hier hin. Ja, wie man sieht, alles recht aufgeräumt in dieser Box. Dann wollen wir noch mal die Verklebung einmal aufschneiden, damit wir die Teile dann auch hier rausholen können. Dazu gehe ich hier einmal her und schneide hier vorsichtig einmal die Verklebung auf. Da klebt noch was. Ha. Nun haben wir die Verklebung hier aufgeschnitten bekommen. Ja, das ist dann der erste Teil, den wir von diesem Playset haben. Und hier haben wir dann auch die beiden Figuren drin. Ja, hier haben wir natürlich noch mal ein bisschen Papierkram, ne, die Anleitung und das, was wir alles nicht tun dürfen oder auch tun müssen. Ja, hier haben wir dann auch die beiden Figuren. Ja, danke sehr. Die beiden Figuren. Einmal den Han Solo, allerdings, wenn ich das richtig sehe, ja, der Han Solo ist leider so eingepackt worden, dass die Trägerkarte nicht mehr wirklich planar ist. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir schauen uns das mal beim Reese an. Ja, da sieht das etwas besser aus. Da kann man schon sehen, ein bisschen planarer ist die Karte. Leider aber punched. Warum? Ja gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Hätte an sich auch unpunched sein können. So, da sind mir schon zwei Teile entgegengefallen. Warum? Oh, weil das Gummi hier nicht mehr ganz gehalten hat. Das ist auch schön. Ja, da haben wir nochmal die zwei Seitenteile. Das zeige ich euch nachher nochmal im Detail. Dann können wir erstmal
die hier wegpacken. Das ist also das eigentliche Playset, der eigentliche Hintergrund. Und wie man hier sehen kann, haben wir hier so einen kleinen Mechanismus. Soll wohl ein Schalter sein. Ich habe gelesen, dass man da die Figur einhängen kann hier vorne und dass dann sozusagen der Carbonitblock vorne in diesem Bereich hier zum Hängen kommt, dass man sich sozusagen den Han Solo da hineinhängen kann. Gut, wollen wir nochmal gucken, wie das Ganze ausschaut mit den Seitenteilen. Na, bevor ich die Seitenteile falsch aufstecke, gucken wir lieber nochmal in die Anleitung rein. Und die Anleitung sagt mir, mit den dickeren Teilen nach hinten, no, schauen wir mal. Das heißt also, dieser Teil hier, der soll immer jeweils auf die Seite rauf. Schauen wir uns das mal an. Ja, das würde wohl passen. Ich stecke sie jetzt mal nicht ganz drauf. Sollen mir erstmal so reichen. Und dann kommen beide Teile hier heran. Ja, so würde das Playset dann aussehen. Und man könnte jetzt das Playset tatsächlich auch nochmal so gestalten, dass man den Teil hier abnimmt und dann auf die Seite ransetzt, sodass man ein längeres Playset hat. Das ist ganz so, wie man es möchte. Kann man sich also aussuchen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu den Details. Hier nochmal das Playset in seiner vollen Breite, wie man sehen kann. Relativ schön ausdetailliert. Und die beiden Köpfe, die da im Mittenbereich hängen, sind auch relativ gut detailliert dargestellt. Und hier haben wir dann nochmal die rückwärtige Ansicht, die natürlich längst nicht so detailliert ist. Aber letztendlich ist das ja auch die Rückansicht. Hier sehen wir nochmal den Han Solo im Detail. Wie gesagt, leider ist die Karte punched und durchs Einpacken auch ein bisschen krumm geworden. Schade. Der Magnet in dem Carbonitblock von Han Solo ist übrigens kein Mythos, sondern tatsächlich wahr. Heißt also, das kann man wirklich testen, indem man was Metallisches nimmt und man sieht schon, selbst durch die Backcard hält das Ganze, weil eben in dem Carbonitblock ein Magnet drin ist. Da mit dem Magneten kann man den Han Solo also an das Playset einmal anheften, sodass es genauso aussieht wie auf dem Karton abgebildet. Und auch Reyes nochmal im Detail. Wie man sieht, hat er zwei Waffen abbekommen und die Karte ist, da sie als erstes eingepackt worden ist, relativ gerade. Und hier sehen wir jetzt, dass die beiden Figuren auch in die Sammlung aufgenommen worden sind. An dieser Stelle nochmal eine kleine Anmerkung zur Box. Schön wäre gewesen, wenn man die Box so gestaltet hätte, dass man die beiden Figuren auch von außen sehen kann, ohne die Box zu öffnen. Und das war es auch schon wieder aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage mit sammlerfreundlichen Grüßen Tschüss und bis denn.